Okay, hello again. Wir werden die nächsten so 25 Minuten, hoffe ich, dass du dabei bleibst, gemeinsam wieder ein bisschen dehnen, mobilisieren. Und zwar kümmern wir uns heute mehr um den Oberkörper, das heißt um Nacken, Schultern und ein bisschen Wirbelsäule, die Gegend. Wir brauchen, oder du brauchst, eine Matte und vielleicht richte dir wieder Kissen her zum Abstützen. Sicher, sicher. Und dann setz sie einfach mal auf deine Fersen ab, wenn es geht. Wenn es nicht geht, kein Problem, schnapp drei Kissen und setz sie da drauf, ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Okay. Schau mal, dass du wirklich aufrecht, gemütlich sitzt und zeig mal die Schultern zurück und der Wirbelsäule ganz lang und neig deinen Kopf erst einmal zu deiner linken Seite, lass der rechte Schulter ganz locker hängen. Diese ganze sanfte Dehnung. Rechts da im Nacken, vielleicht zieht es weiter nach unten. Dann stell ruhig deine rechte Hand einmal am Boden. Versuch mit den Fingerspitzen am Boden zu berühren. Verstärkst die Dehnung, wenn du mehr möchtest, wenn du ein bisschen weiter seid. Aber schau, dass du aufrecht sitzen bleibst. Wenn du möchtest, kommst du ein bisschen mit dem Kopf so nach unten und nach oben kommen. Ein bisschen wippen, spürst du mal die Dehnung ein bisschen weiter hinten, ein Stück weiter vorn, aber ganz sanft, also nicht ruckartig oder so bewegen. Und es muss auch nicht immer weh tun. Dann bleib da in der Mitte. Wenn die Hand am Boden ist, löst die Hand und dann bring mal deinen Kopf erst einmal nach unten, so dass du deinen Kopf wirklich nach unten hängen, komplett locker. Schau wirklich, dass dein Nacken, Schultern locker sind. Und dann richte den Kopf wieder auf. Dann wechseln wir direkt die andere Seite. Einfach Kopf einmal zur rechten Seite. Linke Schulter locker lassen. Und dadurch, wenn du möchtest, greife mit der linken Hand tief. Versuche die Fingerspitzen zum Boden. So einen leichten Gegenzug. Ein Stück weiter seitlich wandern, wenn du möchtest. Und dadurch kannst du dein Kinn so ein bisschen nach unten, nach oben bewegen. So wie es sich halt gut anfühlt. Dann lassen wir es wieder in der Mitte, also einmal einpendeln. Dann löst die Hand und bring den Kopf wieder nach unten, Kinn zum Brustbein, Kopf locker, Arm locker, Schulter locker. Und erst dann richte wieder auf. Gut. Dann nimm die Arme einmal über Kopf, greif die Hände, versuch die Handflächen nach oben und zeig die so weit es geht nach oben. Und du kannst da so ein bisschen hin und her wippen, was auch immer sie wieder gut. Gut, oder? Richtig auffüllt. Du kannst ein bisschen größer werden. Okay, dann bleiben wir wieder in der Mitte. Dann beugst du den rechten Arm, greif mit der linken Hand auf deinen rechten Ellbogen. Versuch die rechte Hand zwischen die Schulterblätter und zieh so weit, wie es geht, nach hinten. Und schieb den Kopf ruhig mit Stück nach hinten. Und wenn du möchtest, kannst du ja noch seitlich lehnen. Also wir haben eine Dehnung, da so ein bisschen im Trizeps, seitlich weiter nach unten. Und wenn es nicht dehnt oder nicht zieht, das ist völlig in Ordnung. Bleib trotzdem dabei. Ja, wieder schauen, dass du dich aufrichtest. Der Kopf nicht so weit nach vorne kommt, sondern schieb den Kopf richtig zurück. Okay, kommen wir zurück zur Mitte, wechseln einmal andere Seite.
Rechte Hand, linker Ellbogen. Linke Hand zwischen die Schultern. Schieb den Kopf ein bisschen zurück. Arm zurück. Und wenn du möchtest, lehnst du wieder ein bisschen seit. Okay, und dann lösen wir schon wieder auf. Arme einmal nach unten, einmal locker lassen, wenn du möchtest, kreis zwei, dreimal die Schulter, am besten einfach nach hinten. Und dann bring die Arme zurück, dreh mir einmal seitlich. Und versuch die Hände zu greifen, die Finger ineinander. Dann zieh die Schulterblätter mal zusammen und versuch die Arme zu strecken. Wenn das geht, versuch die Handflächen zueinander zu bringen. Und wenn es gut geht, ein bisschen nach oben schieben. Aber auch nur Nacken bleibt entspannt. Okay, das läuft mir nicht länger, lassen wieder locker. Und lösen den Hintern, wenn du das Kissen da noch auf der Fersen hast, löse es. Lass die Knie rück hüftbreit geöffnet, du darfst die Füße einmal umlegen. Wander mit den Händen nach vorne und schau mal, dass sie die Daumen berühren. Gut. Dann wichtig, der Unterrücken bleibt stabil und schieb dein Brustbein nach unten in Richtung Boden. Lass die Arme erst einmal lang, das heißt nur die Handfläche am Boden. Bleib da, aber wenn du sagst, oh, das ist mir echt zu wenig, dann kannst du jetzt alleine Kissen lassen. Und deine Hände auf die Kissen legen, somit ist es ein bisschen erhöht und hast die Möglichkeit, ein Stück tiefer zu wandern. Wichtig, Ding an den unteren Rücken, der bleibt neutral. Okay, dann bleiben wir da vorne und nimm dann den rechten Arm, beziehungsweise löst den rechten Arm und dreh dir da unter den linken Arm einmal durch. Und erst einmal dreh die Handfläche nach oben. Rotier so weit, wie es geht. Du darfst dich da jetzt mit dem Oberkörper seitlich aufrotieren. Und wenn du möchtest, wanderst du mit der linken Hand das Stück nach rechts. Dann wandern wir mit der linken Hand schon wieder zurück zur Mitte und lösen den rechten Arm nach vorn, eventuell wieder auf deine Erhöhung und wechseln in eine andere Richtung. Linker Arm kommt unten durch, Handfläche nach oben, komm auf die linke Schläfe und rotiere den Oberkörper so weit, wie es geht, auf. Und auch da, wenn du möchtest, wandern mit der rechten Hand das Stückel nach links und rotiere nur ein Stück weiter. Wunderbar, dann wandern wir mit der rechten Hand zurück, löst den linken Arm nach vorne, legen wieder nach vorne, denk nochmal den unteren Rücken stabil und druck einmal mehr den Brustbein in Richtung Boden. Gut, dann löse einmal auf, nimm die Hände näher, Vierfüßlerposition und machen mal eine Gegenbewegung. So dass dann runden Rücken, sogar die Schulterblätter so weit wie es geht auseinander. Und von da wieder eine neutrale Position. Und dann öffne einmal, so dass jetzt kippt das Becken, so ein bisschen Hohlkreuz,
Schultern zurück, Brust, Bein raus. Und dann mach die nochmal rund. Und schiebe den Boden weg. Okay, nochmal öffnen. Ich weiß, das schaut immer ein bisschen lustig aus, aber es tut auch ganz gut. So, wieder rund. Okay, nochmal. Und da, wenn du öffnest, zieh die Schultern zurück, schieb dein Brustbein nach vorne durch. Und nochmal rund. Und einmal machen wir noch. Nochmal öffnen. Und nochmal rund. Okay, dann komm in die neutrale Position und dann drehst die Finger zu die Knie. So gut wie es geht, komm da ruhig näher, so eine halbe Handfläche bis zu einer Handfläche weg. Okay, das erste Ziel ist mal, dass wir die Hände rotieren können. Zack. Wenn das geht, versuchen wir mal die Arme, die Ellbogen zu strecken und die Schultern weg von den Ohren zu bringen. Gut. Wenn es zirkt, so, bleib da. Wenn es leicht geht, hast du die Option, dir ein Stück nach hinten zu setzen. Wichtig wäre nur, dass die Handfläche am Boden bleibt. Und die Schultern weg von den Ohren. Dann verlagere Gewicht nach vorne. Und jetzt traust mal bitte die Hände auf den Handrücken. Kompletter Handrücken. Erstes Ziel, Arme strecken. Zweites Ziel, Wirbelsäule lang. Schultern weg von den Ohren. Und wenn es gut geht, darfst du die auch wieder ein bisschen zurücksetzen. Aber der Handrücken bleibt am Boden oder auf der Matte. Genau. Die meisten spüren das gut. Auch ein bisschen ein komischer Zug, manchmal ein bisschen Druck fast. Das nehmen wir alles mit. Wir halten aber nicht mehr lang. Kommen schon wieder nach vorne. Und jetzt aufpassen. Dreh einfach die Hände schnell um, überleg nicht lang. Finger wieder zu den Knien. Und einmal mehr. Setz sie wieder zurück. Denk wieder, dass die Schultern wirklich wegbringst von den Ohren. Okay, und dann lässt man langsam auf, löst die Handsätze nach hinten ab, du kannst aber auch nach oben kommen, wie es dir lieber ist, und kreise ein bisschen deine Handgelenke. Okay, wenn wir da oben sind, bleiben wir gleich da. Öffne die Knie, so mindestens hüftschmal oder breit, wie man es nimmt. Okay, dass der Fußrücken am Boden ist. Nimm die Hände nach hinten. Ober dein Hintern da bei der Hüfte. Versuch den Daumen neben der Wirbelsäule so nach oben zu drehen. So. Und da zieh die Schulterblätter zurück und die Ellenbogen zueinander rotieren, so weit wie es geht. Hintern bleibt mal fest. Und jetzt lehn dir ein Stück nach hinten, zieh die Schultern zurück, Ellbogen eng, Hintern bleibt mal fest. Wichtig ist auch, dass der Hüfte da vorne bleibt. Gell? Bleib da, oder wenn das leicht geht, hast du natürlich die Option, nach hinten zu greifen, auf die Fersen. Du kannst den Kopf in der Verlängerung halten. Wenn du keine Nackenprobleme hast, kannst du ihn einmal hängen lassen. Da, wie es da gerade lieber ist. Aber egal, wo du bist, denk mal daran, dass der Hintern fest bleibt. Okay, und dann lösen wir langsam schon wieder auf. Komm mal nach oben. Bleib da oben und bring dein linkes Bein an meine Seite. Schau mal, dass dein rechtes Bein genau eine Linie ist. Wie sagt man, ein Lot zum Boden. Dann Option. Schnapp da die Erhöhung. Greif mit der rechten Hand einmal tief.
und der linke Arm zirkt über Kopf. Wenn wir das machen, öffne mal die Hüfte nach vorne. Das heißt, jetzt die Beine und der Oberkörper sind in Linie und der Arm zirkt lang über Kopf. Brustbein zu mir. Du kannst dich da gern abstützen oder ein Stück tiefer oder am Boden. Je nachdem. Die meisten werden jetzt eine schöne Dehnung da so seitlich in die Flanken schwimmen. Und da denken wir ein bisschen an die untere Schulter. Wir schirmen nach oben und nach hinten die untere Schulter. Okay, dann löst deinen linken Arm, komm im Oberkörper hoch, bring deine linke Hand, linke Oberschenkel, nimm deinen rechten Arm über Kopf und zieh so weit, wie es geht, über dein linkes Bein. Schau aber, dass der Hintern der Hüfte vorn bleibt. Genau, du kannst den Arm auch da gern beugen, müssen wir dann immer strecken. Aber das Brustbein zu mir. Das heißt, wir haben jetzt die Dehnung, vielleicht spürst du es in die Flanken. Die meisten wahrscheinlich ein bisschen weiter unten, dann der Hüfte, Hüftknochen nach unten. Wunderbar, dann lösen wir schon wieder auf, bringst dein linkes Bein mit nach hinten und wechseln nochmal rechts. Wenn du möchtest, nimm dabei deine Kissen, deine Erhöhung, dann greif einmal tief, Hüfte bleibt nach vorn, Beine, Oberkörper, Linie, rechter Arm zieht über Kopf. Genau. Da darfst du wirklich lang strecken. Und denk wieder, dass sie nicht so nach unten fallen lässt. Gell? Die untere Schulter schiebt dich ein Stück, der untere Arm, besser gesagt, schiebt dich ein Stück hoch, Schulter rotiert nach hinten. Wunderbar, dann komm nach oben, rechte Hand am rechten Oberschenkel und wir lehnen dann so weit, wie es geht, nach rechts. Wenn du möchtest, kannst du den linken Arm ein bisschen beugen. Brustbein nach vorn zu mir. Ich würde jetzt gerne sagen, schaut gut aus, aber ich sehe es nicht. Aber es schaut sicher gut aus. Okay, und dann lösen wir langsam auf. Bringen das rechte Bein zurück. Und dann kommen wir mit der Vierfüßlerposition. Machen nochmal kurze Gegenbewegung, nochmal so einen runden Rücken. Und dann legt ihr einmal am Bauch ab. Okay. Wir nehmen die Arme dann auch mal so 90 Grad neben dem Körper, wie so eine Kaktusform. Mal schauen, ob ihr das seht. Ich drehe mich so halb schräg. Ich glaube, so ist es besser. Okay. Dann dreh deinen Kopf zu deiner rechten Seite und beug dein rechtes Bein. Steig mit dem rechten Bein über die drüber. Wichtig ist jetzt, der linke Arm, der linke Schulter, die bleibt genauso, wie es jetzt davor war am Boden. Rotier so weit, wie es geht und komm mit der rechten Hand dahin, wo der rechte Ellbogen ist. Jetzt drehe ich mich noch ein Stück mehr. Besser. Okay? Kopf ruhig ablegen. Und da bleiben wir. Das heißt, du spürst wahrscheinlich eine Dehnung, ein bisschen in der Schulterbrustansatz links. Vielleicht da die Rotation in der Wirbelsäule und so ein bisschen Dehnung, so wieder die Hüfte. Das passt mir alles.
Und dann kommen wir zurück zur Mitte und wechseln dann andere Seite. Das heißt, wieder erstmal beide Arme 90 Grad. Blickt nach links, beugt der linkes Bein. Schau, dass der rechte Arm Schulter am Boden bleibt. Steigen wir mal drüber und komm mit der linken Hand dahin, wo der linke Ellbogen war. Rotiere so weit, wie es geht. Wenn dir das zu viel ist, bringst du den rechten Arm ein Stück nach unten und wenn es gut geht, kannst du ihn ein bisschen nach oben noch bringen. Also am Boden nach oben rutschen. Aber meistens macht man das automatisch. In die eine oder die andere Richtung, je nachdem. Okay, wunderbar. Komm zurück langsam zur Mitte. Leg dich wieder am Bauch ab. Und dann bring die Ellbogen zur Brust. Die Handflächen am Boden und schau mal, dass die Hände in der Linie von deinen Ellbogen sind. Zieh die Schultern weg von den Ohren und komm ein Stück nach oben. Die Unterarme bleiben am Boden. Schultern weg von den Ohren, Brust raus. Handfläche am Boden. Und dann gibst du einen Druck in die Hände und löst deine Unterarm. Hintern zusammenzwicken, bleib da fest. Gut, dann kommen wir schon wieder zurück auf die Übung. Schultern bleiben hinten. Dann einmal auflösen, stütz die ab, drück die einmal nach oben und dann setz die einfach mal kurz nach hinten auf die Fersen ab. Du kannst die Arme einfach locker vorn lassen oder die Arme mal neben den Körper ablegen. Auch nochmal so eine Gegenbewegung am unteren Rücken. Gut. Dann darfst du wieder aufrichten und einmal seitlich absetzen und in einen Schneidersitz kommen. Wichtig, beim Schneidersitz wollen wir wieder aufrecht sitzen. Und falls das schwierig ist, dann schnappt er wieder der Unterstützung und setzt dir einfach da drauf. So. Was für Fuß vorne ist, ist momentan egal. Wir wechseln dann so und so. Und nimm mal deinen linken Arm bzw. linke Hand auf den rechts Oberschenkel und der rechte Hand nach hinten. Und mit der rechten Hand hinten nur auf die Fingerspitzen abstützen und rotier so weit, wie es geht. Du darfst deinen Kopf ruhig mitdrehen und schau über deine rechte Schulter. Denk nur, dass du aufrecht sitzen bleibst und nicht irgendwann so rund wirst und die nach hinten umfallen lässt. Dann schnapp dir lieber dein Kissen oder zwei. Gut, löst und wir wechseln einmal gleich. Greifst mit der rechten Hand auf dein linkes Knie oder Oberschenkel. Linke Hand geht zurück auf die Fingerspitzen. Wirbelsäule bleibt mal lang und rotier so weit, wie es geht. Kopf wieder mit dran.
Wunderbar. Komm zurück zur Mitte. Und jetzt wechseln wir mal die Beine. Das heißt, nimm einfach den anderen Fuß nach vorn. Dann greifst du deine rechten Seite. Vielleicht einfach nur auf die Fingerspitzen. Du kannst da auch wieder Unterstützung nehmen. Und bring deinen linken Arm wieder auf den Kopf. Und zirk so weit, wie es geht, da seitlich drüber. Okay? Wichtig, Brustbein zu mir nach vorn. Wenn es leicht geht, wanderst du ein Stück weiter seit mit dem rechten Arm. Oder du hast die Option, den rechten Arm zu beugen und so weit wie es geht nach unten zu kommen. Da kannst du auch wieder der Kissen nutzen am Anfang, wieder abstützen. Linker Hüftknochen übrigens, ne, bleibt am Boden. Okay, also jetzt nicht da seitlich weg. Das wäre Schummeln. Das wollen wir nicht. Okay, dann kommen wir hoch und wechseln direkt andere Seiten. Linke Hand geht tief, rechter Arm über Kopf und öffne da so weit, wie es geht. Bleiben wir da oder weiter seitlich wandern oder den Arm beugen. Und in dem Fall bleibt der rechte Hintern, der rechte Sitzbein, am Boden. Brustbein zu mir. Vergiss mir das Atmen nicht. Bitte nicht die Luft halten. Wenn du merkst, es ist so verkrampft in der Position, dann komm ein Stück höher, ein bisschen weniger in diese Position, in diese Dehnung rein. Gut. Und dann lösen wir schon wieder auf. Löst einmal die Beine und leg die Arme am Rücken auf der Matte ab. Und wir haben es fast geschafft. So, wenn du da am Boden bist, stellst die Füße einmal auf, Hüftschmäu und öffne die Arme einfach seit Handflächen gern nach oben. Und dann du einfach ein paar Mal die Beine von rechts nach links fallen lassen. Nach rechts und dann nach links. Nur zweimal. Genau, dann kommen wir zurück zur Mitte. Dann streckst du bitte dein linkes Bein aus und steigst mit dem rechten Bein nochmal über die drüber. Linke Hand greift auf dein rechtes Knie. Dein rechter Arm, da hinten, der bleibt am Boden. Das heißt, am besten für Handfläche nach oben, der Handrücken am Boden und der Schulter am Boden. Und da rotiere so weit, wie es geht, auf, ohne dass deine Schulter, dein Arm den Kontakt zum Boden verliert. Blick gern nach oben oder wenn du möchtest, da gern zur rechten Seite, also zu deiner rechten Hand. Spüren wir es. Es kann sein. Arm, Schulter, seitlich, über den Hintern. Ja. Je nachdem. Okay. Und dann lösen wir wieder langsam auf. Stellst erst einmal beide Beine wieder auf und stehst zurück vom Hintern zur Mitte. Und dann wechseln wir andere Seite, das heißt links, rechts strecken und links steigen wir drüber. Rechte Hand aufs linke Knie, linker Arm, bleibt mal am Boden und rotiere so weit wie es geht. Blick nach oben oder nach links. Das ist unsere letzte Dehnung. Also es ist gleich vorbei. Du darfst es nur genießen zum Ende.
Wobei, ihr habt es sicherlich die ganze Zeit genossen. Super. Dann komm langsam wieder zurück zur Mitte. Stell beide Beine wieder auf, rutsch dann hinten zurück zur Mitte. Lass die Armrücken nochmal seitlich, zwei, dreimal die Knie nochmal von Seite zu Seite. Und dann zurück zur Mitte. Streck einmal die Haxen ruhig am Boden aus, bring die Arme über Kopf, greif, zick die in der Länge, so weit wie es geht, streck die Regel, die. Schau, wie schön du jetzt gerade am Boden da liegst, so gemütlich. Oh. Super. Dann kannst du gern liegen bleiben oder du kommst mit mir nach oben. Und dann war es das schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr macht es dann noch einmal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.